Hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute einen Klassiker in der, ja, wie nennt man das? Bistro-Küche, glaube ich, könnte man das nennen. Ne? Wir nennen das mal Bistro-Küche. Und zwar ein Toast Hawaii. Aber wir nennen das einfach mal Toast Hawaii 2.0. Die Komponenten sind zwar dabei, aber wir verändern noch ein bisschen was. Und wir ändern vor allem die Machart. Ändern das Toast Hawaii ab. Ein Toast Hawaii ist normalerweise ein Toastbrot, was getoastet wird, dann mit Butter bestrichen wird, dann kommt Schinken dort drauf, gekochter Schinken, zwei Scheiben Ananas, tatsächlich aus der Dose, häufig, aber frische Ananas geht natürlich auch, dann Käse und dann eine Cocktailkirsche. Also dann gratinieren und zum Schluss die Cocktailkirsche oben drauf. Wie soll ich das sagen? Ich finde das nicht so toll. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das ein bisschen anders. Wir haben dafür hier ein Kastenbrot, also ein Stuten, ein Weißbrot. Kein richtiges Toastbrot, weil die Rinde hier ist knusprig. Und das haben wir in Scheiben geschnitten. Dann belegen wir das zuerst mit Käse und braten das. Ja? Und ich würde das jetzt gleich hier vorne an der Pfanne machen. Zusätzlich kommt dazu, klar, die Ananas ist klar. Und ich habe jetzt hier in dem Fall habe ich einen Putenschinken genommen. Ihr könnt aber auch jeden anderen Schinken nehmen, das ist egal. Aber ich mag Putenschinken eigentlich ganz gerne. Ich habe hier noch ein bisschen Salat. Ich habe hier Pinienkerne. Ich habe hier Cranberries. Ich habe Zwiebeln. Ich habe Pesto. Ich habe noch Tomaten und ein paar Paprika. Okay, also ich habe jetzt die Brotscheiben von einer Seite mit Butter bestrichen. Von der anderen Seite nicht. Das wird gleich, wenn wir das hier, wir legen das jetzt mit der bestrichenen Seite in die Pfanne und braten das goldbraun von der einen Seite an. Weil wir toasten das nicht vorher, wir legen das nicht unter den Salamander oder packen es in den Backofen oder ähnliches, sondern wir braten es von einer Seite an. Dann schieben wir das gleich ein bisschen weiter nach oben in die Pfanne, legen unten Käse drauf, drehen das Toast auf den Käse und lassen den Käse schön goldbraun werden. Okay? So, ihr seht jetzt, das kriegt eine schöne Farbe. Drehen wir das gleich um. Gleich, lassen wir es oben liegen. Jetzt kommt der Käse. Ich habe jetzt hier einen Gouda genommen. Nehmt einfach einen kräftigen Käse, den ihr wollt. Legt den so übereinander. Vier Scheiben. Wir sind hier übrigens auch nicht in der Diätküche. Das möchte ich mal an der Stelle erwähnen noch. Und jetzt drehen wir das auf die Seite. Die Seite ist ja nicht getoastet, ne? Das heißt, wir drehen das auf diese Seite. Und dann haben wir die Seite, die getoastet ist, unten drunter. Käse zieht hier so ein bisschen mit zum Rand. Okay, das Toast ist jetzt von der Seite schön knusprig. Und wenn ihr eine beschichtete Pfanne genommen habt, lässt sich der Käse auch wunderbar lösen. So wie ich jetzt den hier löse. Dann nehmt ihr das runter und dreht das einmal um. So, das heißt, ihr habt jetzt mit dem Käse quasi das Toast versiegelt. Habt also knusprig von unten das Brot und knuspriger Käse von oben. Und dann gehen wir hin und belegen das üppig mit ein bisschen Schinken. Dann habe ich jetzt, weil ich es gerne mag, noch so ein kleines bisschen Pesto. Die Ananas darf man nicht vergessen. Salat. Jetzt hier in dem Fall Spinatsalat genommen. Ihr könnt aber auch Rucola nehmen oder was euch gerade in den Sinn kommt. Ein paar Zwiebelchen können da noch zu. Pinienkerne. Ihr könnt da wirklich euch absolut austoben. Jetzt mache ich noch ein paar Kirschtomaten dazu.
Also das waren jetzt normale Tomaten, Verzeihung. Jetzt kommen noch die Kirschtomaten. Und ein paar Paprika. Fertig ist euer Toast Hawaii Upgrade, wenn ihr das so wollt. Das ist schon mächtig, ne? So. Ja. Okay. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Tobt euch aus. Ihr könnt alles drauf machen, was ihr wollt. Ihr müsst auch kein Toast dabei machen. Ihr könnt auch das Stulle nennen. Ja? Und macht einfach das drauf, worauf ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.